Versuch's doch! Versuch's doch! Ja? Dumm gelaufen! Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu Sea of Thieves. Also nicht das volle Spiel, das kommt ja erst am 21. März raus, wenn ich mich nicht täusche, sondern die Beta. Das hier ist die letzte Beta und gleichzeitig, und das ist viel wichtiger, die offene Beta. Es gab ja schon Betas vorher von dem Spiel, aber die habe ich nie gespielt, denn die waren alle closed. Das heißt, man musste sich vorher dafür anmelden und das habe ich irgendwie nicht rechtzeitig hingekriegt. Deswegen war ich da nicht drin und konnte das nicht spielen. Ich weiß, ich bin ein absolutes Organisationstalent und ich will nichts anderes hören, aber jetzt komme ich endlich auch mal dazu, das zu spielen. Wer nicht weiß, worum es geht, es ist relativ schnell erklärt, aber dann gleichzeitig auch nicht, weil das Spiel ziemlich offen gestaltet ist. Das große Oberthema ist, wir sind Piraten, Ar und so, und wir suchen unser eigenes Glück in einer quasi komplett offenen Welt. So, ich habe das gestern schon ein paar Stunden gespielt mit ein paar Freunden, heute bin ich solo unterwegs. Wir werden mal schauen, wie das läuft, wir werden ein paar Schätze suchen, vielleicht auch ein paar Skelette bekämpfen. Mal gucken. Ich weiß es nicht genau. Es ist sehr davon abhängig, was passiert und ob wir andere Spieler treffen. Wie spannend das jetzt schlussendlich wird. Wir gucken einfach mal. Das hier ist natürlich der wichtigste Ort des Piraten. Die Taverne. Ich könnte jetzt hier sitzen und mir richtig einen bechern. Aber nein. Ich habe Schätze zu suchen. Dafür muss ich erstmal eine Quest annehmen. Wo ist der Goldtyp? Das ist bei jedem Außenposten immer wieder interessant, den Goldtypen zu finden. Oh, da hat der Server gerade gelegt. Nice. Du musst immer wieder den Goldtypen finden oder halt irgendeinen Questgeber. Es gibt, glaube ich, 3 Stück jetzt in der Open Beta. Ich habe bis jetzt nur das von den Gold Hoarders gemacht. Das sind quasi die, wo man dann die Schätze hinbringt und dann verkauft. Ich weiß nicht, was die anderen bringen, ob das da anders läuft. Keine Ahnung, ich kümmere mich einfach mal hier um. Hi! You. Dieses Mal heißt der You, der heißt auch immer anders. Hi, was hast du anzubieten? You the Hoarder. Ah ja, aha, aha, aha. Ich könnte jetzt ewig mit dem quatschen, aber der sagt quasi immer dasselbe, also nehmen wir eine Quest an. Aktuell kosten die noch nichts, es gibt später auch noch welche, die was kosten, wofür man dann das Gold oben rechts braucht. Aktuell sind die quasi alle geschenkt, also nehme ich mal ein paar mit. Soll ich mal gerade alle 3 mitnehmen? Ich weiß halt auch nicht, wie lange das dauert, weil ich muss dann erst die Insel finden, dann muss ich erst dahin fahren und dann muss ich auch den Schatz finden. Komm, ich nehme mal alle 3. Ja, ich will das kaufen, obwohl es nichts kostet. Sagt er mir jetzt, ich habe mein Gold ausgegeben, sehr gut, nehme ich noch das mit, keine Ahnung. Erzählt meine Münzen, obwohl ich kein Geld ausgeben muss und das dann auch noch. Genau, perfekt. Perfekt. Okay, nice. Gestern habe ich so übrigens einen Server zum Absturz gebracht. Ich habe 3 Quests angenommen, das hat gereicht, um den Server abstürzen zu lassen. Keine Ahnung, was ich anfasse, geht kaputt. Okay, wir haben 3 Quests, 3 Voyages, die wir machen können. Und ich würde sagen, wir gehen zum Schiff. Ich könnte jetzt hier noch rumlaufen und irgendwie Sachen kaufen. Aber ich weiß aktuell nicht, was ich kaufen will. Ich meine, ich könnte mir angucken, wie hübsch das Spiel ist, aber es sind doch alle wegen Schätzen hier. Komm, wir sind Piraten, ja, und Piraten laufen nicht auf Inseln rum und sagen, oh mein Gott, ist die Insel hübsch. Piraten plündern und verkaufen das dann. Deswegen ist das genau das, was ich jetzt mache. Wie ist das Schiff geparkt? Ah, ist ja frech. So, perfekt an die Leiter gesprungen. Siehst du, ich bin ein Parkour-Experte. Okay, ich aktiviere mal die erste Reise und dann legen wir los. Das ist, glaube ich, ziemlich egal, was ich zuerst mache. Die da, komm. Ist egal. Dann muss ich dafür voten, was ziemlich doof ist, weil ich bin sowieso alleine hier. Also gibt es niemanden, der anders voten kann, aber ist egal. Das ist aktiviert. A swag plundered by the pitiful Lutin Lobach. Das ist auch immer dasselbe. Also der eigentliche Titel der Reise ist immer derselbe. Okay, nice. Jetzt muss ich eine Karte gekriegt haben. Genau. Hier ist eine Karte. Jetzt muss ich diese Insel finden. Und auf dieser Insel ist dann da, wo das Kreuz ist, ein Schatz. Ausgraben, zurückbringen. Gold bekommen, wiederholen und nochmal machen. Okay, wo ist diese Insel? Hier hinten ist der Kartentisch. Ich muss jetzt gucken, wo diese Insel ist. Die sieht so ein bisschen aus wie ein Hufeisen. Das kann jetzt dauern. Das kann jetzt dauern. Ist es die hier? Nee. Das ist sie nicht. Nee. Das kann jetzt eine Weile dauern. Ist das dein Ernst? Ich suche die komplette Karte ab, Zelle für Zelle. Und die Insel, die ich brauche, ist gerade die Insel nebendran. Das ist sie. Ne? Ja, das ist sie. Es ist gerade die benachbarte Insel. Wow. Der Kurs ist Nordwesten. Das muss ich mir merken. Okay. Das hat jetzt viel... Ich habe das Sniper-Gewehr dabei. Nice. Das hat viel zu lange gedauert jetzt. Wow. Hätte ich mir sparen können. Hätte ich einfach in der direkten Umgebung gesucht. Das ist ja unglaublich. Okay. Kurs Nordwest. Setzt die Segelmänner. Also nur ich. Ich bin ja allein. Warte mal. Segel runter. Perfekt. Der Wind kommt von... vorne, das ist doof, weil wir werden gleich sowieso wenden, also ist das egal. Und dann irgendwie so, um den Wind erstmal zu fangen. Ich weiß auch nicht, wie man korrekt in dem Spiel segelt. Ich habe doch keine Ahnung. So, den Anker hoch. Und dann fahren wir los. Und dann schauen wir mal, was wir so finden. Vielleicht ein paar Skelette. Ich würde mal gerne ein paar Skelette kämpfen, das ist nämlich nice. Nordwesten.
So. Hartnord Westen. Ich glaube, ich sehe sie sogar schon da hinten. Wenn das überhaupt die richtige Insel ist. Das weiß ich eben nicht genau. Warte mal, ich könnte jetzt den Kurs einfach gucken, aber nein, ich mache das jetzt auf die Assi-Methode. Ich gehe einfach hier hin. Guck, ob das richtig ist. Ja, noch ein bisschen weiter nach links, also ein bisschen weiter nach Westen. Na, dann ist sie das aber schon da vorne. Wenn man das sieht. Ich glaube, das sieht man. Ganz da am Horizont ist eine kleine Insel, das ist sie. Das ist unser Ziel. Okay. Ich erwarte keine weiteren unvorhergesehenen Vorkommnisse. Es könnte jetzt natürlich sein, dass irgendein Spielerschiff kommt und mich angreift, weil in dem Spiel ist es so, wer das nicht weiß, dass es keine KI-Schiffe gibt. Das heißt, jedes Schiff, was du siehst, ist immer automatisch ein Spielerschiff. Und die meisten davon, weil das ein Multiplayer-Spiel ist, wo man Leuten Sachen klauen kann, sind dir nicht so wirklich freundlich gesinnt. Das heißt, in vielen Fällen kann es halt sein, dass die dein Schiff versenken, deine Schätze klauen und das war's dann. Dumm gelaufen. Ich fahre gerade an meinem Ziel vorbei. Das ist halt dumm. Ich sehe sie aber auch kaum. Weil der Wellengang ist so extrem. Ich sehe mein Ziel kaum. Ist sie das da hinten? Das ist sie. Ja, ich wäre gerade easy dran vorbeigefahren. Wow. So, Anker runter. Jetzt bremst das Ding. Mit einem wunderschönen Geräusch. Ich habe immer Angst, dass ich es kaputt mache. Das ist also das Ziel. Okay, und der Schatz ist irgendwie so in der Mitte. Das wird lustig. Mitten im Gebüsch. Nice. Okay, rein da. Ich habe bis jetzt keine Skelette gesehen. Oder andere Spieler. Das heißt, das hier müsste ohne weitere Vorkommnisse ablaufen. Das ist ja schon. Aber ich höre ein Schweinchen. Da ist ein Schweinchen. Ein Comic-Schweinchen. Ich weiß nicht, was die Dinger bringen. Aber sie sehen süß aus. Also ist das von mir aus okay. Hier hat schon ein paar Leute zerlegt. Nice. Ich könnte es fast da mitnehmen. Schwarzpulverfässer. Ich könnte die mitnehmen. Aber wenn mir dann einer eine Kanonenkugel ins Schiff schießt und so ein Ding trifft, dann ist das nicht schön. Ich nehme mal, komm, ich klau mal die Munition hier und die Planken. Damit kann ich nämlich das Schiff stopfen. Okay, bevor ich jetzt da reingehe, ich habe nämlich gerade die Höhle da gesehen. Und das Schwein anscheinend auch. Ich hole mir jetzt diesen Schatz. Und zwar ist der, nee. Wir sind noch nicht mal annähernd in der Mitte der Insel, ne? Wir müssen erst noch in die Mitte. Das Ding ist oben auf so einem Weg. Oh Gott. Also entweder ich finde das Ding jetzt sehr, sehr schnell. Oder es dauert eine Weile. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Genau, hier ist nämlich ein Weg. Jetzt müsste es einen Weg geben, der von hier aus nach links runter geht. Und auf diesem Weg liegt dann der Schatz. Anscheinend. Oder ich laufe gerade völlig falsch. Das könnte auch sein. Hier ist die Mitte der Insel. Okay, das ist diese Einkerbung. Die ist genau hier. Jetzt ein bisschen rechts davon. Genau, hier ist der Weg. Hier ist der Weg. Hier ist der Weg. Und dann so irgendwo in der Mitte des Weges. Hier. Sieht das gut genug aus? Einfach mal gucken. Ja, hab sie gefunden. Das Geräusch einer gefundenen Kiste. Nice. Ich glaube, man muss sich pixelgenau graben, solange die ungefähre Gegend passt, ist das okay. Und es ist eine Seafarer's Chest. Es gibt verschiedene Arten von Kisten, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie sie sich unterscheiden. Damit ist das abgeschlossen. Also eigentlich noch nicht abgeschlossen, weil ich muss das Ding jetzt noch zurückbringen und dem Typen wieder verkaufen. Weil nur dann kriege ich Geld dazu. Aktuell ist es einfach nur eine Kiste, die ich besitze. Aber ja, wenigstens irgendwas. Soll ich das Ding, komm, ich trage das Ding mal zurück aufs Schiff. Ich könnte es jetzt hier am Strand abstellen und die Insel weiter erkunden. Ich erkunde die Insel auch noch weiter. Aber ich bringe das Ding vorher aufs Schiff, dann ist es wenigstens sicher. Einfach damit es schon mal abgestellt ist, dann stelle ich das Ding, keine Ahnung, hier. Ah, ist doch ein guter Platz. Also, mysteriöse Höhle, was hast du für mich? Irgendwas Spezielles, wofür es sich lohnt, hier reingekommen zu sein. Bitte ja, noch mehr Planks. Okay, ich kann noch eine tragen. Skelett? Skelett, guten Tag, der Herr. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich habe nur einen Sniper dabei. Aber ich bin ja der Quickscope-Gott. So, ich sehe absolut gar nichts. Diese Lampe ist nützlich, um das Mindeste zu sagen. Gibt es hier unten irgendwas Spezielles? Oder bin ich jetzt einfach nur hier drin, um hier drin zu sein? Sieht nicht so aus, ne? Ich meine, es ist so eine kleine Unterwasser... Quatsch, so eine Höhle mit Wasser drin. Keine Unterwasserhöhle, eine Höhle mit Wasser drin. Gibt es ein bisschen Munition, noch mehr Planks. Ein paar Kanonenkugeln, die ich mitnehmen kann. Ja, toll. Hat es noch irgendwas? Nein, nein, nein. Nicht mal Bananen gibt es hier. Normalerweise sind in Fässern auch noch Bananen. Aber die haben nicht mal Bananen. Die haben nur ein Skelett hier unten und das war's. Und noch mehr absolute... Chicken Scoop. Was bringt's?
Das Ding habe ich, so ein Ding habe ich noch nie gefunden. Das hat gerade geglänzt. Das muss also was wert sein. Es glänzt auch. Chicken Scoop. Chicken Coop. Nicht Scoop. Ist ein Käfig, ne? Ein Hühnchenkäfig. Ist klar, aber was bringt's? Soll ich das Ding einfach mal mitnehmen? Ich weiß nicht, was es bringt, aber es glänzt. Und ich bin Pirat, also nehme ich alles mit, was glänzt. Ist ja logisch. Kapitän, Land in Sicht. Da vorne. Hier so. Diese, ich liebe dieses Emote. Das ist so schön. Er stellt sich einfach nur hin und macht... Keine Ahnung, warum ich das so gut finde. Das ist das beste Emote im ganzen Spiel. So, guck dir an, wie klein die Insel ist. Sea Dogs Rest. Ah, ja. Okay, ich fahre einfach rechts ran. Und dann... Da ist ein Skelett im Wasser. Nicht so nah, weiter links, weiter links, weiter... Oh, oh, ich setz auf, ich setz auf, ich setz auf, ich setz auf, ich setz auf. Anker raus. Ich habe aufgesetzt. Ups, ich dachte, die geht ein bisschen weiter. Unter Wasser haben wir ein Loch. Wir haben sogar zwei Löcher. Ja, Gratulation. Schön. Und deswegen fahre ich nicht in Echtschiff. Weil es immer so endet. Wow. Die Insel ist winzig klein. Und ich habe gerade eisern das Schiff da drauf gefahren. Das muss man... Ich brauche meinen Eimer. Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist gar nicht so einfach. Hier ist noch ein Loch. Also, es gibt ja zwei Arten von Schiffen. Das kleine Schiff ist dann doch etwas sehr zerbrechlich, ne? Weil es ist halt nur für eine Crew von Zweien gedacht. Das hält dann halt auch nicht so viel aus. Ist das Wasser draußen? Ja, okay, perfekt. So, Skelette im Wasser. Das ist schön, kann ich, wenn es stillhalten würde, mein Schiff. Hey. Volltreffer, siehst du mal. Absoluter Volltreffer. Dann der Kollege da hinten noch. Na, es hat nicht gereicht. Okay, okay, Nahkampf. Beziehungsweise einfach ein Stück näher ran, als ob ich direkt gegen die kämpfe. Dann ist hier noch einer. Das ist denen einfach egal, egal wo ich hinschieße. Ich glaube, es ist egal, wo man hinschießt, weil es ist ja ein Skelett. Also interessiert es ihn grundsätzlich wenig, ob man auf ihn schießt oder nicht. Kannst du jetzt mal umfallen, das ist jetzt der dritte. Dankeschön, da ist noch einer. Ich hole meine Schrohflinte. Nee, ich könnte das jetzt Nahkampf machen. Aber die Viecher hauen ziemlich rein, wenn sie treffen. Also wir machen das jetzt auf die harte Methode. Auf die Stefan-Methode. So, guten Tag, die Herren. Ich habe ein bisschen was dabei. Wer möchte zuerst? Wer meldet sich freiwillig? Ha? Du meldest dich freiwillig. Bitte. Dann du auch. Ja, ich habe genug für alle. Einen Moment. Kommt der Himmel mit bloßen Fäusten und greift mich an. Das ist ja frech. Hier hat's Bananen. Perfekt. Erstmal eine essen. Das stellt mein Leben wieder her. Noch mehr Bananen. Okay. Planken. Und noch mehr Bananen. Okay, waren das alle? Ne, ich höre noch einen. Da hinten ist noch einer. Hier ist noch ein Kollege. Hi, was macht ihr auf dieser kleinen Mini-Insel? Gibt's doch überhaupt nichts zu holen. Das ist ja unglaublich. So, wo ist das? Ganz hier vorne an diesem kleinen Zipfelchen. Und dann rechts von dem Stein. Genau hier. Ich stehe genau drauf. Oder auch nicht. Ist das... Ist der gerade gespawnt? Hält er aus? Okay. Ist einfach gespawnt. Ist das der falsche Zipfel? Ich glaube, ich bin am falschen Zipfel, ne? Es ist der obere Zipfel hier, wo ich mein Schiff fast versenkt hätte. Oder ist es das? Ich weiß es auch nicht. Es sieht zumindest schon mal besser aus. Einen Moment, ich komme gleich zu dir. Ja, hier ist die Kiste. Das war der falsche Zipfel. So, können wir... Ah, der greift mich nicht mal an. Die Aggro-Range ist jetzt nicht so heftig, ne? Jetzt holen wir die da raus. Bringen sie safe ins Schiff. Und dann machen wir weiter. Und das ist im Prinzip auch das ganze Spiel. Aber wie gesagt, das hat irgendwas... Ich werde gleich angegriffen. Das hat irgendwas extrem Entspannendes. Hey, ich habe euren Schatz. Was sagt ihr dazu? Ihr könnt mir nicht aufs Schiff folgen. Ihr könnt nicht mal Wasser richtig betreten. Versuch's doch. Versuch's doch. Ja? Dumm gelaufen. Was könnt ihr überhaupt, hä? Ihr könnt nicht mal durch Wasser laufen. Ihr seid schlechte Skelette. Und da ist das nächste Ziel erreicht. Die Lagoon of Whispers. Scary. Ich sehe keine Skelette bis jetzt. Ich sehe nicht mal eine richtige Insel. Guck dir das an. Wie ist hier ein Schatz versteckt? Welcher Pirat denkt sich, ja, dieses winzige Fleckchen Land ist ein perfekter Spot, um meinen Schatz zu verstecken. Aus dem Hardstar-Skelette. Gratulation. Wer denkt sich sowas? Niemand. Das ist die Antwort. So, brems. Ich habe jedes Mal Angst, dass ich das Schiff kaputt mache, aber das hat keine Folge, wenn man das macht. Einfach bei voller Fahrt einen Anker runter, kein Problem. Okay, schleiche ich mich mal von hinten an. Stealthy, sneaky. Habe ich viele davon? Einer auf jeden Fall. Hi, na, was geht? Die weichen aus, jedes Mal.
Die machen einfach einen Schritt zur Seite, wenn sie ganz nah dran sind. Da hat gereicht. Dann. Oh, der hat sogar ein Schwert. Gratulation. Kannst dir ein Schwert leisten. Ah, ist Ruhe. Es ist erstmal Ruhe. Was ist in den Fässern? Planks. Und ein paar Kanonen. Nein. Kein Freund. Die kann ich leider nicht mitnehmen. Die sehen so cool aus. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht aus wie irgendwelche Magietränke, aber ich kann die nicht mitnehmen. Und ich bin jedes Mal enttäuscht. Das ist auf der kleineren Insel, auf der da. Ziemlich genau zwischen diesen beiden Palmen. Und wir haben einen Gewinner. Gefunden. Kommt der Skelett um die Ecke? Ne, der stapft da hinten rum, aber da. Irgendwas höre ich. Also außen im Skelett. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber egal, ich habe die Truhe. Okay, jetzt haben wir 3 Schatztruhen im Schiff. Wir sind noch nicht fertig mit den Quests. Eine fehlt noch. Aber wenn jetzt wirklich ein anderer Spieler kommt und mir mein Schiff wegnimmt oder halt die Schätze wegsnackt, dann war das alles umsonst. Dann hätte ich mir das alles, was ich gemacht habe, schenken können. Ich hoffe, das passiert nicht, weil ich will das hier in trockene Tücher bringen. Das fände ich durchaus ziemlich cool. Hätte ich nichts dagegen. Ich habe fast keinen Platz mehr für die Schatzkisten. Keine Ahnung, hier, direkt für die Klamottenkiste. Mein Schatz. Ich will, mein Schatz, hier ist erstmal Gesellschaft. Wasserangriff, er hat keine Ahnung, dass ich hier bin. Ha, Surprise. Sonst noch jemand? Hier ist noch jemand, ja. Nächster. War es das? Da hinten ist noch einer, aber ich glaube nicht, dass der bis hier kommt. Dann, die Karte sagt... Ich habe gesagt, die Karte sagt hier ungefähr, da. Perfekt. Dieses Geräusch. Ich liebe es. Das Geräusch... Ich habe schon wieder ins Gesetz gehört, glaube ich. Das Geräusch eines erfolgreichen Beutezuges. Und das Geräusch einer gefundenen Schatzkiste. Und Voyage complete. Jetzt muss ich das alles nach Hause fahren. Das wird risikoreich. Ich meine, wir sind nicht weit weg vom nächsten Außenposten, wo ich das Zeug verkaufen kann. Aber mein Schiff ist jetzt bis unters Dach voll mit Kram. Ich habe bis jetzt kein anderes Schiff gesehen, aber das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Weil sobald ich irgendwie ein Segel und eine Flagge am Horizont sehe, dann werde ich extrem vorsichtig in dem Spiel, weil die Leute hier sind nicht wirklich sozial, sagen wir es mal so. Ah, es ist wunderschön. Golden Sands Outpost. Wir sind zu Hause. Ich könnte das Ding jetzt korrekt an den Hafen fahren. Alternativ fahre ich einfach nebendran, lasse irgendwann den Anker runter und alle sind happy. Das ist doch auch eine Option, mit der wir leben können, oder? Ich meine, das ist nicht die feine englische Art. Aber ist mir egal. Wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Und jetzt, sonst setzen wir nämlich auf. Wir setzen auf. Ja, das reicht nicht. Ja, das hat nicht gereicht. Okay. Ups. Hoppala. Wo sind die Löcher? Ah, hier. Das war alles geplant. Das ist, damit die Leute aufwachen und wissen, jetzt komm ich. Und ich bringe ein bisschen Sachen mit zum Verkaufen. Das ist natürlich alles so gedacht. Ups. Hat's gereicht? Also das mit dem Anlegen üben wir nochmal. Das war ja nicht mehr richtig Anlegen. Das war einfach rechtzeitig den Anker rauswerfen. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Muss man auch erstmal hinkriegen. So. Kannst du aufhören, hier reinzusiffen, bitte? Habe ich ein Loch übersehen? Habe ich irgendwo ein Loch übersehen? Weil das läuft hier immer noch rein. Ah ja, hier. Ups. In der Seitenwand ist auch noch ein Loch. Da. Was? Hier hinten ist auch noch eins. Hier läuft es auch ab und zu rein, aber hier komme ich gar nicht richtig hin. Jetzt. Also, hat sich auf jeden Fall voll gelohnt, aber dreimal. So, war es das? Das war's. Ach, pass auf. So. Jetzt habe ich direkt wieder reingeschüttet. Ne, habe ich nicht, hat gereicht. Dann so. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt kann ich das Zeug verkaufen gehen. Danke, finde ich super. Okay, ich fange mal mit, keine Ahnung. Ne, ich fange mit der an, die am weitesten unten drin ist. Und zwar die Marauders. Chest. Wo ist der Goldmann? Bitte sag mir, der Goldmann ist direkt hier, dass ich nicht so Ewigkeiten laufen muss. Wir suchen ein Zelt. Wenn jemand ein Zelt mit einem alten Mann drin sieht, bitte schreien, der ist da hinten wahrscheinlich. Ja, der ist da hinten bei dem Hauptbau. Jetzt kann ich wieder ewig weit laufen mit den Kisten. Weil das Dumme ist, mit den Kisten in der Hand kann man nicht sprinten. Was halt super nervig ist, wenn du die Dinger echt weit schleppen musst. Wo ist der Goldmann? Wo ist der Goldmann? Der ist ganz auf der anderen Seite dieser Insel. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Wo ist die Hütte vom Goldmann? Da ist das Zelt, ich sehe es. Wow. Das wird jetzt etwas gelaufen. Wie viel ist die Kiste wert? Bitteschön.
301 Gold. Nicht schlecht. Das ist auch besser so bei dem gelaufen, was ich machen muss. So, ich war mal so frei, die Kisten rauszuholen und alle hier in der Reihe aufzustellen, damit ich sie direkt verkaufen kann. Außerdem habe ich das Schiff besser geparkt, weil der alte Parkplatz war ja furchtbar. So, Kiste Nummer 1, bitteschön, wie viel? 259. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann die auch noch, bitte direkt. Wie viel? 203, aber keine Musik dieses Mal. Okay, kriege ich noch einen Rank-Up auf Level 5, weil dann kommen die neuen Quests. Ist etwas hinterher und das ist 248. Das war kein schlechter Beutezug. Das war nice. Das reicht für einen Rank-Up auf Level 5, ne? Komm. Das reicht für einen Rank-Up auf Level 5. Komm schon. You. Ha, du weißt doch, dass du es mir geben willst. Gib's mir. Rank-Up auf Level 5? You mit dem goldenen Kind? Das reicht. Siehst du? Genau. Wenn ich jetzt das mache, könnte ich rein theoretisch neue Quests machen. Genau, die kosten nämlich 900 Gold, um da überhaupt reinzukommen. Okay, ich würde einfach mal sagen, das reicht für einmal hier bei Sea of Thieves. Ich wollte einfach ein Video über die Beta machen, weil ich finde das Spiel irgendwie nice. Und es macht auch Spaß. Aber gleichzeitig, falls irgendjemand hierher gekommen ist, um vielleicht zu hören, wie das Spiel so ist, oder wie ich das einschätze, ich weiß nicht, warum irgendjemand damit zu mir kommt. Ich habe das selber keine Ahnung. Es macht durchaus Spaß und es sieht wunderhübsch aus. Das hier könnte gerade ein Bildschirm im Hintergrund sein. Aber das Ding soll halt zu einem Preis von 60 Euro rauskommen. Und 60 Euro für ein Spiel ohne jede Story, wo man sich wirklich, wo man alles selber machen muss. Klar, es macht unglaublich viel Spaß, wenn man es mit Freunden spielt. Aber es hat halt wirklich keine Story. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Du musst ja quasi alles selber machen. Ah, ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall lustig. Und wie gesagt, guck es dir an. Mach das als Wallpaper, das ist wunderhübsch. Ach, schön. Für den ganzen Tag hier stehen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich weiß, echte Piraten trinken Rum oder Grog, aber ich trinke Mineralwasser. Aber ich bin ja auch kein echter Pirat, ne?